So, wir haben es jetzt 5 Jungen an. Ich muss sagen, der Tisch mit der Bemalwertung, es waren zahlreiche Einträge von einem Tag. Der ganze heilige Tag war ein super schöner Tag. Es hat mich gefreut, dass es mir hat's gefreut und auch die ganze grüne Horde hat es gefreut, dass es alle gekommen sind zu uns. Und euch sieht man, wir haben nicht ganz so Tabletop los bei uns. Draußen war es ein schöner Tag, aber hier drin war ein noch schöner Tag, finde ich. Dann kommen wir zu der Auflösung von unserer Bemalwertung. Wir haben für die drei Hauptkategorien, die wir noch nicht gestellt haben, für den ersten Platz einen Preis. Für die zwei Smart-Systeme haben wir auch jeweils einen Preis. Und dann habe ich noch einen Preis für den besten Tisch. Das habe ich zwar nicht ganz so gesagt, aber wer sich da angestrengt hat, kriegt da auch einen Preis. Dann fangen wir mit der Kategorie AO, Einzelminiatur. Dann hat den dritten Platz gemacht der Hans. Dann Platz Nummer 2, der Andreas, der Kalikocek. Platz Nummer 1 ist der Ingo Horn. Okay. Ja. Wir haben da bei alle Sachen. Das ist echt immer gut. Komm. Was ist dein Preis? So. Können wir lächeln für die Gabel? Das sind 15 Euro bei unserem Händler vom Ort. Übrigens, vielen Dank, Walter, dass du wieder vorbeigeschaut hast aus Österreich. Wir kommen gerne zu dir. Ich bin wieder vorbeigekommen, ich bin ein Blind bis 10 Euro. Immer wieder. 15 Euro zum Nerdshouting bei unserem Walter. Kannst du frei ausgeben. Heute ist noch was da. Nimm was mit. Dann haben wir die zweite Kategorie gehabt. Das war die Einheit. Den dritten Platz hat unser Chris gehabt. Den zweiten Platz unser Hans. Das war der Tauschbeerdruck. Genau. Und den ersten Platz hat der Martin. Mit was denn? Das könntest du vielleicht noch dazu sagen, oder was das war. Das waren deine Slayer-Oger, oder? Nein, das waren diese Necromunda Red Skulls. Hallo, ich Slayer-Oger. So, meine. Entschuldigung. Ja, das kann auch noch so was. Minimale Unterschiede, oder? Ich hab's ja nicht gewusst, wo ich was ich gehabt habe. Aber das ist das hier Oger spiele. Spiele ja auch, zufälligerweise. Spiele auch Oger, okay. Ja. Du musst das sagen, immer zeichnet sich die Farbe durch hervorragende Fachkenntnis aus. Also ich hab's für eine Top-Figur gehabt, die ich Oger gespielt habe. Ja. Dann haben wir die C-Kategorie gehabt, Monsterfahrzeuge, alles was größer ist, wie eine Einzelminiatur. Da haben wir einen dritten Platz gehabt, unseren Egon Lüstenreich. Dann zweiter Platz, unser Chris. Ja. Der Hans. So, dann gehen wir zu den Dystopia, nicht zu Dystopia, zu den Spartan-Systemen. Da sind die Preise gestiftet worden von Spartan Games selber. Die sind nun bei Spartan selber einzulösen. Da haben wir in der D-Kategorie, das war Dystopia, oder? Dystopia ist die nächste. Genau. Da haben wir einen dritten Platz. An Martin seine Japaner gehabt. Dann Chris seine Engländer. Und wir haben am Stefan, am Kafurke seine Preisner. In Bayern. Ich muss es sowas geben. Was der Preis gekriegt hat. So, dann gehen wir vom Wasser gleich ins All rein. Und zwar die Feister Marmara Kategorie. Hat den dritten Platz der Hahnchris mit seinen Aquans belegt und seinen Blauen. Es hat ja nur ein paar so Fischis gegeben, die waren aber in Rot. Zweiter Platz von Bastian. Und der Sieg hat aber diesmal die Menschen gehört. Die Terraner von unserem Axel.
So. Dann. Kann man euch sagen, das war die Bemalwertung. Spielt's noch fertig. Spielt's noch weiter. Wir dürfen noch länger da herin sein. Ich habe jetzt da noch ein letztes. Wie gesagt. Für den besten Tisch. Wie gesagt. Und der beste Tisch, der was mir am besten gefallen hat, der steht da hinten. Ist eine, ich sag jetzt mal, eine russische Einheit, durch die viel Kavallerie geritten ist. Und die gehört unserem Herrn Rotter Martin. So. Jetzt hast du zwei Briefe, jetzt kannst du Post. Das kannst du keiner sagen, umsetzen. Wie gesagt, gut so fertig. Wir von der Grünen Hürde sagen Dankeschön und ich hoffe, dass wir euch nächstes Jahr wiedersehen. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ein Gaming Day machen. Ich werde auch wieder im April ansetzen. Und viel Spaß und kommt dann gut heim. Für euch! Danke!